Und genau, wir haben jetzt hier einen schönen geradeausen Flugweg. Ihr seht ihr noch, wir haben noch 11 Minuten zu fliegen. Also ist echt nur ein relativ kurzer Hüpfer bis rüber nach Mahe. Und genau, da werden wir auf dem Flughafen heute folgendermaßen landen. Und zwar auf der Piste 1-3. Ist zwar vom Wind her nicht ganz das, was jetzt unbedingt die aktive Piste sein würde. Weil der Wind kommt eigentlich relativ von der Seite. Das heißt, es ist relativ egal. Es würden beide gut passen. So, gleich hat er die 4000. Wir werden heute einfach mal auf der Piste 1-3 landen. Zum einen haben wir dadurch kürzeres Taxi. Gut, sonst könnte man aus der anderen Richtung mit der 3-1 auch ein Long Landing machen. Aber so ist das Schöne, so fliegt man jetzt nochmal an der Stadt Victoria, der Inselhauptstadt, da schön vorbei. Wir haben jetzt nämlich hier nämlich diese Insel hier vorne, ist der Sand Marine National Park. Da werden wir mal rechts dran vorbeifliegen. Und dann geht es zwischen den Inseln und noch so einer anderen Insel an Victoria da zwischendurch. Fliegen wir so schräg rüber dann zum Flughafen. So, jetzt hat er die... Müssen wir nochmal Altitude drücken oder wie? Sonst capturet er die nicht selber anscheinend. Keine Ahnung, wusste ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, jetzt halt nochmal die 4200, die wir jetzt haben. Genau, können wir ein bisschen Power jetzt rausnehmen. So, wir hätten eigentlich schon längst mal die Flaps abmachen können, das mir gerade einfällt. Weil wir nämlich auch mal die Checklist hier machen hätten können. So, after takeoff, Flaps sind up, Autofeather kann off. Climb Power haben wir gesetzt. Kann alles weg. Nose Wheel Steering centered. Yaw Damper könnten wir mal on machen. Signs lassen wir, wie sie sind. Landing Lights lassen wir mal. Der macht es auf, lassen wir es auf. So, Descent Check machen wir auch direkt mal. Fuel Quantity ist checked. Hydraulic Pressure checked. Caution Warning Light set. Gas is set. Altimeters set. So, wir können mal kurz uns das Wetter von Mahe holen. Also, das ist echt ein kurzer Rüberflug. Aber es ist immer noch FSPP, was wir hier haben. Das müsste FSIA sein. Aber ich hatte das hier mal in meiner Wetter-App aufgerufen. Beziehungsweise, nee, bringt ja gar nichts. Wir fliegen ja bei historischem realen Wetter heute. So, heute mal nicht bei realem Live-Wetter. So, was wir jetzt aber machen können, wir gehen jetzt mal auf den Heading-Mode rüber. Das heißt, wir gehen, drehen uns mal den Kurs ein, dass wir mal ein bisschen an dieser Insel da rechts vorbeifliegen. Weil ich wollte jetzt auch gerne bei dem Anflug einfach mal so ein bisschen noch da die Stadt und so sehen. Dass wir da so einen schönen Anflug machen. Wir könnten zwar auch relativ mit einem kurzen Anflug hier so rüber rein, aber wir gehen mal so, dann fliegen wir nochmal schön ein bisschen an der Insel vorbei, kann noch ein bisschen schön diese Schellen sehen. Sieht ja schon echt richtig cool aus hier, die Inseln. So, das heißt, wir gehen hier mal auf den Heading Mode. Können ruhig hier GPS drin lassen, stört ja keinen. So. Jetzt drehen wir ein kleines Stück ab. Genau, und fliegen dann jetzt gleich hier so durch. Der Flughafen liegt hier. Man könnte also rein theoretisch auch mit einem Short Approach, einem kurzen Anflug, hier eng reindrehen. Aber wir fliegen jetzt hier mal so rein, kann man schön hier nochmal die Insel so sehen. Genau. So. Weil so ein Short Approach vielleicht auch ganz interessant wäre, aber das ist jetzt auch ganz cool, da so anzufliegen. Mit der schönen Insel. Atmosphäre da, keine Ahnung, wie die es in echt anfliegen. Ich habe mir da jetzt mal keine Videos oder sowas angeguckt, wie ein echter Anflug da verläuft. Auf den Flughafen, den haben wir dann da. Man könnte halt, wie gesagt, hier relativ kurz, dann müssen wir mal zu eng eindrehen, enge Kurve fliegen und so. Sollte ja mit der Twin Otter auch gar kein Problem sein. So. Genau, so viel dazu. Da gibt es irgendwie noch auf der Karte sowas. Also bei den Charts, ich habe so eine Visual Approach Guide, ne, Approach. Geiles Light System. Da gibt es irgendwo so einen Lighthouse-Tropper, der wird man wahrscheinlich nur im Dunkeln sehen. Keine Ahnung, ob das den jetzt hier auch irgendwie sehen kann oder ob der neuer ist als das Addon. Irgend so ein Leuchtturm. Und dann kommen da irgendwann halt die Approach-Lights. Wahrscheinlich so quer, sobald wir quer auf der Insel sind, würde ich sagen, können wir sogar vielleicht einen Autopilot noch auch rausmachen und dann von Hand einfach weiter anfliegen. Bis zur nächsten Checklist sind Approach. Checks, machen wir die Landing Lights mal wieder an. Signs haben wir eh schon on, damit sind die Approach Checks completed. Nächstes dann Before Landing, die machen wir, wenn wir so quer ab von Victoria sind, würde ich sagen. So. Sicht ist wunderbar, Flughafen kann man gleich gut erkennen. Ja, also genau, wir fliegen heute, wie gesagt, diesen Linienflug, den Air Seychelles viel mit der Twin Otter fliegt. Regelmäßig halt hier Pendel-Shuttle zwischen den beiden Inseln, aber ich auf der Webseite gesehen habe, die bieten halt auch Charterflüge zu vielen anderen umliegenden Inseln an, die halt hier überall in den Seychellen liegen, um halt dann die Touristen halt dahin zu bringen. Das ist halt, wie gesagt, das ist halt ein Linienflug, der angeboten wird, und sonst, wenn wahrscheinlich so Reiseveranstalter das dann chartern oder so,
genau, das ist wahrscheinlich Reiseveranstalter, die halt das dann chartern bei Air Seychelles, dass dann die Touristen halt dann da hingebracht werden auf die anderen kleinen Ressorts hier auf den Inseln. Du weißt ja, glaube ich, die Touristenanlagen, die Urlaubsanlagen da auf den Inseln, die es dann da noch gibt. So, wir kommen Maha immer näher. Jetzt können wir mal aber langsam mal schon ein bisschen kleine Kurskorrekturen machen. Ein bisschen hier nach links reindrehen, dass wir schön in die Bucht da reinkommen. Schön mit Victoria jetzt hier vor uns, der Inselhauptstadt. Und dann geht es darüber, Flughafen jetzt auch mal besser zu erkennen. Die Piste ist da. Und da haben wir das Terminalbereich. Und dann können wir so landen, dass wir vielleicht sogar entweder mit einem kurzen Backtrack oder sogar direkt hier aufsetzen, kurz davor, und hier abbremsen, hier runterkommen. Und da ist das Parking für die Light Aircraft. So, wenn ich jetzt IAS drücke und den Speed-Hebel ein bisschen rausnehme, müsste er ja mit dem Descent beginnen. Können wir ihn mal leicht runtersinken lassen. Gucken, was er so von der Rate dann nimmt, je nachdem. Hier den Schubhebel halt einpendeln. Da Trim up, Trim down. Ja, dass wir leicht schon mal in den Sinkflug gehen. Und den können wir aber gleich selber von Hand weiter anfliegen. So, mit dem Direct wären es noch 3 Minuten, wenn wir jetzt von hier direkt, ja, so ungefähr 3 Minuten, dann sind wir also gleich da. Kurzes Altitude Warning, das können wir ignorieren. So, und ich würde sagen, übernehmen wir doch mal selber, denn alleine fliegen macht ja immer noch, selber fliegen macht ja immer noch am meisten Spaß. Anstatt den Autopiloten fliegen zu lassen, dieses Pneumatic Low Pressure ist aber wieder da, wo vielleicht liegt es daran, weil wir jetzt nicht so viel Schub gerade geben. Das kann, ist ja sonst immer da gewesen. Erinnere ich mich noch an diese Meldung. Die hatten wir öfters immer. Ist hier leider keine Speeds oder ist hier irgendwann eine Flap Setting Speed oder sowas drin, wenn man welche Klappenstufe fährt. Na, dann werden wir die einfach nach Gefühl dann fahren, würde ich einfach sagen. Genau. Und jetzt einmal hier um diese beiden Inseln drumherum. Um mal die Lärmbelästigung dann möglichst dringend zu halten. Da scheint es ja auch ein paar Gebäude da drauf zu stehen. Etwas bewohnt ist es ja schon auf den Inseln. So. Das kriegt man nicht weg. Wie der Flight Director gerade da ist. Muss, ach doch so. Wenn wir hier Indicate Airspeed und Heading Mode wegnehmen. Dann können wir den. Ist der Flight Director da auch nicht mehr da? Was steht dann da? Steer. Wahrscheinlich, dass man. Als Hinweis, dass man halt dem Flight Director nicht folgen soll. So, ich weiß auch nicht mehr, wann genau wir Airborne gegangen sind, aber ich glaube, das war echt kurz nach diesem 9 irgendwas, 9 Uhr irgendwas UTC. Von daher passt das echt gut mit den 15 Minuten. So, jetzt haben wir rechts hier schön die Stadt. Fliegen hier schön durch. Und von der Seite gibt es auch gar keinen ILS-Approach, den gibt es bei der Bahn nur von der anderen Seite. Ich hatte mir die Approaches jetzt aber noch nicht angeguckt. Das sind aber vermutlich irgendwie, beziehungsweise die Departure Routes. Müssen wir mal gucken, wenn bei unserem Flug von hier aus dann, wie wir dann rausgehen. Und ob wir dann halt eher, wahrscheinlich wenn wir in die Richtung, Richtung Victoria starten, wird es wahrscheinlich eine relativ frühe Rechtskurve. Linksrum macht ja keinen Sinn. Und geradeaus ist auch nicht so gut wegen den Bergen. Das heißt, wir wahrscheinlich so entweder stark rechts oder halt zumindest leicht in der Rechtskurve hier rausgehen. So, genau. Und ich weiß, beziehungsweise wie die, es gibt hier nur RMP-Approaches von der Seite. Das wird wahrscheinlich nicht über die Stadt Victoria da gehen, weil da halt die Berge viel zu blöd liegen, um da halt einen geradeaus Anflug zu machen. So, wir fahren die Klappen schon mal auf 10. Lass uns mal kurz mal die Nase ein bisschen trimmen, dann kann ich die Hand auch vom Joystick nehmen. Nose View Steering is centered, Yaw Damper machen wir off, Flaps setzen wir, Properly Versing Full Forward. Genau, die Flaps kommen jetzt langsam rein. Wir haben die Papi in Sicht, jetzt nicht mehr, aber wenn wir gleich weiter eindrehen, kommt die. Machen wir die Flaps ruhig weiter raus, reduzieren den Speed. Genau. Und kommen hier schön rein mit der Twin, da kann man ja hier schön flexibel hier relativ kurzfristig so einen kurzen Approach fliegen. Gesagt, wir hätten wahrscheinlich auch noch enger mit so einem Short Approach, dass wir relativ kurz reingekommen wären, aber so passt das ja wunderbar. Ist nur ein bisschen hier über die Insel, an der Insel entlang geflogen, machen die Flaps jetzt langsam komplett raus. So ein Speed achten, dass wir nicht zu langsam sind. Nase nochmal ein bisschen hochtrimmen. So, Flaps full.
Dann kommen wir schön rein. Hier leichter Offset, leichter schräger Anflug. Sowas kann man ja mit der Twinotter gut machen. Und dann im letzten Moment dann noch gerade ausrichten. So, Speed nur ein bisschen runter. Wir nehmen die Nase ein bisschen runter. Bit-Touchdown-Zone ist erst da hinten. Das heißt, wir werden ja frühestens bei der versetzten Schwelle aufsetzen. Hier vorne dürfen wir noch nicht aufsetzen wegen der versetzten Schwelle. Das heißt, es wird einen kurzen Backtrack gleich geben. Und dann rollen wir zum Light Apron. Light Aircraft Apron. So, Runway 13 ist checked. Das passt. Wir kommen gut rein. Und dann können die Leute gleich hier umsteigen in den nächsten Flieger und dann geht's weiter nach Hause. So, und zack, Touchdown, wir machen nur Manual Brakes ohne Reverser. Die brauchen wir hier nicht, bremsen schön die Maschine ab. So, sind langsam genug. Dann machen wir mal kurz einen 180 on the runway. So, einmal schön umdrehen. Ja doch, guck, jetzt kommt das wieder. Pneumatic Low Pressure, dann war das vorhin weg. Also ist das immer weg, wenn man genug Power gibt. Ja, jetzt stehen wir schon wieder. Zu wenig Power geben, dann war das vorhin in der Luft nur, weil wir ein bisschen wenig Power hatten. So, und rollen gerade mal aus Parking für die Light Aircraft. So, das heißt, wir machen gleich hier einen Left Turn Off über Bravo. Und dann geht's aufs Apron. Ist da vorne links. Und dann da hinten hin, da wo dieser, was auch immer das ist, dieses rot-weiß gestreifte Gebäude ist, da geht's hin. So, ein bisschen mehr Power kann man geben. Also, er braucht erstaunlich viel Taxi-Power. Hier schon die Triebwerke, dass überhaupt, dass er überhaupt mal ein bisschen in Bewegung bleibt, die Maschine. Nicht mehr gedacht, dass sie so viel Power dafür braucht. Sobald sie rollt, geht's dann aber zum Anrollen besonders. Braucht er schon gut Power. So, keine Ahnung, wieso die Linie hier so gestrichelt ist. Ist das, man soll normalerweise hier nicht reinrollen oder was? Und eigentlich geht es nur von der anderen Seite da hinten reinrollen. Ne, das ist nämlich auch so gestrichelt. So, und wir rollen da, wo diese weißen Plätze sind, hin. Und hier vorne werden wir dann mit unserem großen Flieger rausgehen auf einem der Gates. So, die Landing Lights können wir aus. So, wir rollen jetzt einfach mal hier schräg rüber. Ich hätte mal wahrscheinlich einen Marschaller. So, ich mache jetzt einfach mal hier alle Checklisten durch. So. Und rollen jetzt einfach mal hier so schräg hin vor das kleine Terminal, wo die Passagiere dann umsteigen können. So, zack. So, Parking Position, setzen wir die Parkbremse und gucken uns nochmal unsere Landung aus der Sofortwiederholung an. Und dann war es das auch schon von diesem kleinen Hüpfer hier auf den Seychellen. Nochmal 400 Sekunden, lieber mehr als zu wenig. Wobei, genau, sieht man, es bleibt auch ein bisschen weit nach hinten. Unser schöner Approach hier zum, glaube, Victoria International Airport. So heißt der hier, glaube ich, der Flughafen auf Mahe. Kommen wir schön rein. Halt die Kamera gerne noch ein bisschen umdrehen, aber gut. Jetzt habe ich es. So. Und dann schön da hinten in der Touchdown-Zone runtergekommen. Schnell abgebremst. Kurzer Backtrack. Und ins Parking gerollt. So, aber dann eine schöne Landung hier mit der Twin Otter. Hat sehr viel Spaß gemacht, das kleine Inselhüpfen hier. Gucken wir uns das gerade nochmal aus der Perspektive. Ging das nicht sogar? Genau, Window View Right. Warte mal, wir suchen uns mal kurz einen Punkt aus, wo es ganz
gut war von den Sekunden her. Hier haben wir so 200 Sekunden nimmt. So. Und dann jetzt nochmal hier kurz durchguckt. Jetzt da nochmal schön positionieren. Wie die Passagiere das gesehen hätten, die Landung. So, zack. Muss auch gerade so. Ja. Jetzt. So, genau, so haben sie den Anflug hier gesehen auf den Maha International Airport, wie wir ihn gerade hier gemacht haben. Und damit war es an der Stelle auch schon wieder von dem heutigen Flug von, weiß ich, die ganze Zeit immer noch nicht richtig, wie man es ausspricht, Pralle. Genau, ich muss immer wieder genau nachdenken, was mir vorher im Internet angehört, also Pralle, so spricht man es aus, Französisch müsste es sein. Die Insel, wo wir losgeflogen sind, zweitgrößte Insel hier auf den Seychellen, und es ging nach Maha, wo es dann im nächsten Flug weitergehen wird. Also dann, genau, hören wir uns also hoffentlich beim nächsten Teil wieder, wo wir hier wieder sind auf den Seychellen, und dann geht's ab mit den Urlaubern nach Hause. Das war's an der Stelle von dem Flug hier. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wir hören uns beim nächsten Teil. Macht's gut, haut rein. Euer Alleingemeins. Ciao.